Wir gehen ins nächste Battle. Und zwar gehen wir jetzt in Mahmut gegen Koala. Fangen wir mit Mahmut an? Ey, diese Hinrunde von Koala war so geil. Also Mahmut war, glaube ich, also war krasser. Aber ich habe bei Koala damals, zu der Zeit war ich aber so mit den Tefus. Ich habe seine Delivery sehr gemocht. Der hatte sowas Geiles, Asoziales irgendwie. Ich würde sagen, wir gehen mit Mahmut rein. Das sind auch schöne, knackige Zeiten, ne? Das ist so eine 1,57 Hinrunde im Achtelfinale. Einfach auf Lock, so. Let's go. MAC gegen Kloak-Code. Mann, du bist Drill, Fingers, ja dann Trailer mal was. Du kriegst im Fall der Fälle schnell mal so eine Schelle verpasst, dass du einen 360, aber keine Welle mehr machst. Ich muss es, man sagt es immer bei Mahmut, aber ich muss es auch betonen, er war zu dieser Zeit, glaube ich, 16. 16, ja, das lief schon mal, glaube ich auch, Dre. Aber ist ja egal, wir gehen da jetzt rein. Mann, du bist Drill, Fingers, ja dann Trailer mal was. Du kriegst im Fall der Fälle schnell mal so eine Schelle verpasst, dass du einen 360, aber keine Welle mehr machst. Stell dich nicht an, höchstens hinten, ich bin längst voraus. Ich fäll ne Entscheidung, dann fäle ich dich. Zieh dir das Fell über die Ohren, das gefällt meinen Chicks. Denn mit einem mausgrauen Koalamantel wird jede Hausfrau zu einem Star verwandelt, weil sie dann so ausschaut wie eine Prada-Tante. Und du hast Punchlines für jeden von uns. Komm, sag das doch mal mit einem Penis im Mund. Ich bin kein Moslem, deshalb sag ich's mal so, ist das doch klar. Sag das doch mal mit nem Penis im Mund. Ich bin kein Moslem, deshalb sag ich's mal so. Es ist doch klar, Mann, ohne Ala geht Koala K.O. Und deine ja. Eins sind so krass wie dein Style. Mit der Brille nimmst du sicherlich an Radrennen teil. Und auch gut. Du suchst weiterhin verzweifelt nach Beuten. Doch jeder weiß, Koalas haben keine Eier im Beutel. Was willst du tun, Koala? Dann prall mit deinen Hose. Aber die Attraktion bist du bekanntlich nur in deinem Das Songkit, ne? Und was ist nun, Koala? Dein Turnier ist geil, look. Deinem Zoo. Und was ist nun, Koala? Dein Turnier ist nun vorbei. Und der Mahmut sagt, mach's gut und ich sag bei. Was willst du tun, Koala? Wie nice. Das Video ist super. Also voll die coolen Szenen. Auch nicht alles so wirr, sondern einfach mehrere geile Takes. Und ich finde, Mahmut delivert das auch krass. Also er verkörpert das auch krass. Er bewegt sich cool. Der ist einfach interessant, Mann. Der ist wirklich ein Charakter gewesen. Habe ich, glaube ich, beim letzten Mal in der letzten Mahmut-Reaction auch gesagt. Aus dem, finde ich, hätte richtig was werden können. In dieser, also in irgendeiner Form von Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit stattfinden. Der hat sowas Markantes. Tu sie auch am Start, das geht ruhig. Und was ist nun, Koala? Dein Turnier ist nun vorbei. Und der Mahmut sagt, mach's gut und ich sag bye. Ja, ich glaube, es wurde gesagt, dass er irgendwas mit Filmen irgendwie so macht. Aber Angaben ohne Gewähr. Er hat Film studiert. Okay. Und irgendwer anderes, glaube ich, von April macht Gaming, so programmiert Games. Ist es Koro? Also ist ja nicht von April, aber ich glaube, Koro irgendwie macht, entwickelt Spiele oder so. Ja, okay. Aua, Dre. Krass einfach. Mahmut einfach sick. Muss man wirklich, wirklich sagen. Was gibt ihr der Runde, Leute? 1 bis 10. Was sagt ihr? War eine nice Hinrunde. Sehr stimmig. Kurz und knackig. Geile Hook von Sorgenkind. Kann man eigentlich gar nichts richtig beanstanden. Waren auch sehr lustige Lines dabei. So Fahrradrennen. Und also generell auch so sich so ein bisschen einfach lustig machen. Über diesen verbittert ernsten Street-Koala. Ist natürlich eh immer eine gute Waffe, so, ne? Auch gerade ich, jemand, der früher so sehr bierernst gerappt hat.
Wenn dann jemand mit so einem humoristischen, verarschenden Ansatz kommt, ist das immer gefährlich gegen jemanden, der sich so sehr ernst nimmt. Egal wie gut er dann auch ist. Und klar, mit der Dasso-Maske halt, ist natürlich brutal. Was willst du da machen? Was sollst du mit dem kontern? 9-8, 9-8, 9-8-8, ja. Ich würde auch, ich glaube, ich würde sogar auch tendenziell eine 9 geben. Ich finde, das war eine richtig, richtig starke Hinrunde. Einfach knackig auf den Punkt. Vielleicht 8,5. Aber war eine sehr gute Hinrunde. Kommen wir zur Rückrunde von Koala. Ich glaube, da ist auch so, sind so 1-2 grammatikalisch. Das ist ja bei Koala immer mal der Fall gewesen, dass so ein Satz so grammatikalisch irgendwie nicht ganz hingehauen hat. Aber generell, wenn es so um Rap-Flows und auch Delivery und so ging, fand ich, war Koala auch sehr strong. Gucken wir mal. Drill Fingers TV. War schon, ey, es ist einfach geile Zeit, muss man wirklich sagen. Koala kommt aus Lehe, Bruder. Können froh sein, dass der überhaupt Sätze bilden kann. Das muss aber so ein bisschen auch Street sein, ne? Also so Bremerhaven, Lehe, so habe ich immer das Gefühl gehabt, bei Koala dachte ich immer schon, da ist schon so etwas härter. Ist Straße, ja, okay, ja. Mut, dass ich gewinne, war schon vorbestimmt. Ich höre nur eine Pussy trällern, das ist Sorgenkind. Offbeat Style. Dein Text war daneben, du bist kein Mac und trotzdem denkst du, nur veräppelst hier jeden. Das war auch, GOT hat ja gemixt und das war auch so ein Ding, was er ganz viel bei sich und Koala gemacht hat. Dieses Stuttern, dieses so, wenn eine Pause ist, dass dann quasi der Einstieg wieder ein bisschen geiler kommt. Und auch mit Breaks hat GOT viel gearbeitet, hat immer oft so Beat Breaks an manchen Stellen gemacht, um Punchlines hervorzuheben. Ist ja auch sinnvoll. Mach Mut, dass ich gewinne, war schon vorbestimmt. Nee, Nego. Ich höre nur eine Pussy trällern, das ist Sorgenkind. Offbeat Style. Dein Text war daneben, du bist kein Mac und trotzdem denkst du, nur veräppelst hier jeden. Doch mich nicht, ich kenn doch dein Leben. Du bleibst ein Niemand und ein Niemand hat noch niemand deine Schelle gegeben. Scheiß auf Welle machen. Ich sprenge die Norm, sei mir ruhig um Längen voraus, doch ich drängel mich vor. Denn man kann nur gewinnen, wenn man selbstsicher ist. Du fällst mal leicht eine Entscheidung, noch keine fällt ins Gewicht, da braucht man sich nichts drauf zu geben. Du willst mir das Fell über die Ohren ziehen, noch brauchst du nicht mal einen Fisch auszunehmen. Du bangst jede Bitch. Was? Deine Chicks sind Hausfrauen, das zeigt mir, was für toller Hengst du doch bist. Yeah. Und mach Mut. Du denkst, du bist der Boss? Ist das beste, Digga. Du sagst, du bist der Boss? Komm, sag das doch mal mit einer Knarre an deinen Kopf. Ja, Koala geht K.O. Oh. Das ist das beste, Digga. Komm, sag das noch mal mit einer Knarre an deinen Kopf. Aber so geil, Digga. Das ist, ich find's aber tatsächlich, ich find's sehr stark. Also, ich finde, er schießt gut zurück. Die ist halt aber so Gold, wie die formuliert ist. Hausfrauen, das hat mir. Aber ich finde sogar dadurch, dass es so slangmäßig, sag das doch mal mit einer Knarre an deinen Kopf, dadurch, finde ich, kommt sie sogar authentischer. Was für toller Hengst. Er sagt dein. Achte mal drauf, er sagt dein. Bist du doch bist. Yeah. Und mach Mut. Du sagst, du bist der Boss. Komm, sag das doch mal mit einer Knarre an deinen Kopf. Ja, Koala. Er sagt 100 pro, nicht, er sagt auch nicht dein, er sagt dein. Du sagst, du bist der Boss. Komm, sag das doch mal mit einer Knarre an deinen Kopf. Ja, Koala geht K.O. Oh. Meinst du, dass das reicht? Denn von deinen 16 Zeilen gabst du dir eine gute Line. Und der Rest war eher mager. Mager wie dein Erscheinungsbild. Ich will ins Finale, Digga. Mir bleibt keine Zeit zum Chillen. Und meine Sonnenbrille nehme ich erst da ab. Ich mach große Schritte, deshalb brauche ich kein Fahrrad. Punchline-Shit. Ich hör seit Anbeginn Witze über meinen Namen und langsam langweilt's mich. Wenn du glaubst, dass nur ein 16er plus guckt mich jetzt auf Fetzer statt Koala, jetzt dein Traum. Und was ich tun will, ist doch klar, man, der freut sich den Pokal, denn bis jetzt waren meine Gegner doch nur Clowns. Wenn du glaubst, dass nur ein 16er plus guckt mich jetzt auf Fetzer statt Koala, jetzt dein Traum. Und was ich tun will, ist doch klar, man, der freut sich den Pokal, denn bis jetzt waren meine Gegner doch nur Clowns. Du redest Shit, du hast kein Daub am Start. Ich kenn Jungs, die mir Blüten um. Also, es gefällt mir auch gut, muss ich sagen. Ich finde halt, die Hinrunde war sehr, sehr stimmig irgendwie in sich. Hier sind gute Konterlines dabei. Ich finde es auch interessant gerappt so. Ich weiß trotzdem nicht, irgendwie war die Hinrunde so in sich geschlossen, dass es sehr schwer ist, dagegen einen Punkt zu holen.
Also wenn, dann reden wir über Draw. Meine Gegner doch nur Clowns. Du redest Shit, du hast kein Daub am Start. Ich kenn Jungs, die mir Blüten um sich schmeißen, wie ne Brautjungfahrt. G.O.T. und Koala, euer Traum wird wahr. Denn wir fressen schlechte Rapper am Mic mit Haut und Haar. Und auch als Selbstgeleiling wärst du nur ne ganz arme Wurst. Selbst deine Freundin sagt, du hast keinen Schwanz, der Spaß kam zu kurz. Und durch deine Märchentexte denkst du, du wärst Boss am Mic. Doch unter heißem Wasser wirst du nicht hart wie ein gekochtes Ei. Was? Doch unter heißem Wasser wirst du nicht hart? Arme Wurst, selbst deine Freundin sagt, du hast keinen Schwanz, der Spaß kam zu kurz. Und durch deine Märchentexte denkst du, du wärst Boss am Mike. Doch unter heißem Wasser wirst du nicht hart wie ein gekochtes Ei. Oh, Digga. Geil, dieser Abonnieren-Button. Ein gekochtes Ei kann auf jeden Fall hart sein, aber wird das unter heißem Wasser nicht hart? Mich würde mal interessieren, was ihr sagt, Leute. Was gebt ihr der Runde? Das ist Punchline-Shit, ja. Wie er die Cap trägt, ich vermisse diese Zeit ein bisschen. Ja, es war übergeil. Übergeil. Also ich weiß nicht, irgendwie muss ich sagen, ich fand's gut. Also gerade rapmäßig fand ich's sehr, sehr nice. Aber so von dem gesamten Swagger und vor allem auch diesem Verarscher-Ansatz so bei Mahmood fand ich das noch etwas prägnanter, also wenn es darum geht, so welche Runde ich mir jetzt auch nochmal reinziehen würde. So. Als Battle-Rap-Konter ist die Runde hier trotzdem gut. Also ich finde, man kann Draw geben, aber trotzdem war das für mich jetzt keine 9. Wenn ich bei der Hinrunde gesagt habe 9, dann ist das hier vielleicht eine 8. Draw oder an Mahmood, so sehe ich es. 7. Rap-technisch ist das schon irgendwie dope, aber reicht für mich nicht. Das waren echte Gangster. Das ist eine 6. Mahmood 9. Koala 6. Die Runde war so eine für mich im Vergleich zur HR von Mahmood ein Draw. Ja, okay. Ist schon eine coole Runde gewesen, aber zu wenig, um die HR zu übertreffen. Ja, sehe ich auch so. Nachher dein Kopfwerk. Absoluter Kingshit. Die hätte eigentlich also, das Draw verdient. Danke. Aber ja, ich sage auch, knapper Punkt Mahmood. Mit Tendenz zu Unentschieden. Okay, jetzt kommen wir zur Hinrunde. Ich glaube, die habe ich damals sehr gefeiert. Weil er einfach geil rappt. Er rappt wirklich geil und es kommt auch böse auf den Beat. Ich glaube, da hat er aber auch eine Self-Diss-Line dabei. Da kommen wir doch zu. Aber insgesamt habe ich die Runde sehr, sehr geil in Erinnerung. Also stylisch einfach, wie gesagt. War flowlich so und auch von der Confidence und so einfach schon strong, wie der gerappt hat. Dann vielleicht dann lieber doch nicht, Drake. Real Fingers TV. Ja, Mann, der Einstieg ist auch hart jetzt. Ja, das finde ich auch, Melton, das finde ich auch. Für mich geht's nach oben, doch meine Texte schreibt mich runter. Der ist super geil. Für mich geht's nach oben. Ich kann's gar nicht in der Höhe. Für mich? Ich weiß nicht, wie der rappt. Für mich geht's nach oben. Ich könnte so. Meinst du die Sackläuse? Ja, die Sackläuse, mein ich. Ja, die Runde war überkrass. Hab ich auch mega gefeiert. Für mich geht's nach oben. Doch meine Texte schreibt mich runter. Du bist 0 auf 15, Digga. Einfach keine geile Nummer. Ein Clown, der rappt. Werd erwachsen. Ich hingegen bin Hammer. Mich will meine Werkzeugkasten. Ich hab Punchlines. Für meine Fanbase. Zeig mir deine Hand, ich berühre sie. Ach, jetzt kommt diese geile Stelle, wo er so random Reime aufzählt. Einfach um so zu flexen, dass er reimen kann. Jetzt kommt's. Ja, sowas nenn ich Handshake. Entenrasse, Tennistasche, Hängematte, Wendejacke. Wir sind nicht in Duisburg, das hier wird keine enge Sache. Ey, das ist so geil, Digga. Ententasse, Hängematte, Wendejacke. Tennis machen, Tennis klatschen. Das ist so geil, Digga. Aber ich find's auch geil, dieses Punchline zu die Fanbase. Ich glaube, das ist hier das erste Mal gedroppt worden. Das ist ja, weißt du, egal, ob man das jetzt gemocht hat oder nicht, aber das ist so ein prägnantes Zitat. Ich find das schon irgendwie, ich find das einfach nice. Es hat so seinen eigenen Flavor. Ich find das schon irgendwie cool. Mit einer Hand, ich berühre sie dir, sowas nenn ich. Ah, diese Reimstelle ist übernice. Enge Gasse. Handshake, Entenrasse, Tennistasche, Hängematte, Wendejacke. Wir sind nicht in Duisburg, das hier wird keine enge Sache. Das ist so random. Deine Texte sind für Pussys so wie Kratzbäume. Du gehst mir auf die Eier so wie Sackläuse. Ja, das ist sie. Du gehst mir auf die Eier so wie Sackläuse. Das ist halt so geil. Willst du einen coolen Beef-Vergleich kicken und sagst einfach, dass dir Sackläuse auf die Eier gehen? Ich verstehe, dass die dir auf die Eier gehen, aber wenn sie dir dann wirklich auf die Eier gehen, naja. Deine Texte sind für Pussys so wie Kratzbäume. Du gehst
schießt mir auf die Eier, so wie Sackläuse. Bei deinem Gerede steckt auch nie was dahinter. Denn wenn du vom Ticken sprichst, Junge, spielst du mit Kindern. Nur mein Team sind Gewinner. Ich kenn keine Bitch, weil du einfach nicht ganz dick bist wie ein Fenster auf Kipp. VBT. Ja, das ist auch diese wieder Bad Rappers, weil du einfach nicht ganz dicht bist wie ein Fenster auf Kipp. Sind Gewinner, ich kenn keine Bitch, weil du einfach nicht ganz dicht bist wie ein Fenster auf Kipp. VBT 2010, ich bin auf und davon und kann durchatmen, du hast nicht den Hauch einer Chance. Ach, geile Line. Sowas mag ich so. Kann durchatmen, du hast nicht den Hauch einer Chance. Ist irgendwie cool. Ist ein cooles Bild, finde ich. Und nicht so ein erzwungener Wie-Vergleich. T2010, ich bin auf und davon und kann durchatmen, du hast nicht den Hauch einer Chance. Jeder erzählt, der wäre Gangster, Sonnenbrennstar. Ich will also umgeben okay, von Blendern. Digga, noch so ein Killer-Zitat. Aber es ist wirklich geil gerappt. Ich nehm dich kleines Kind doch nicht ernst. Ich brauch einen richtigen Gegner. Ihr werdet gewinnen, nicht schwer. Jeder erzählt, der wäre Gangster, Sonnenbrennstar. Ich will umgeben von Blendern. Ich nehm dich kleines Kind doch nicht ernst. Ich brauch einen richtigen Gegner. Ihr werdet gewinnen, nicht schwer. Mahmut, Mahmut, du kennst das schon. Achtelfinale, Endstation, du bist kein Boss. Ich kenn jede Straßenlektüre, nach dieser Hinrunde von mir bekommst du mal ein Geschwüre. Das ist schon wirklich fett. Du bist kein Boss, ich kenn jede Straßenlektüre. Einfach heftig gerappt. Kann man mir erzählen, was man will. Boss, ich kenn jede Straßenlektüre, nach dieser Hinrunde von mir bekommst du mal ein Geschwüre. Punchline-Koala, jeder wusste. Punchline-Koala. Aber das sind dann halt wieder genau diese Dinger, die man halt auch so geil aus Korn nehmen kann, ne? Weil das halt, wie gesagt, auch alles so bierernst ist und dann auch noch wirklich immer mit dieser Radrennbrille. Ja, I don't know. So was ich mach, dir fehlt der Druck in der Stimme und deine Hooks hast du verkackt. Jetzt bist du auf den Deckel wie beim Topfschlagen und du schwule Sauhexe. Jetzt kriegst du auf den Deckel wie beim Topfschlagen, ne? Das sind auch so Killerangriffe. Kriegst du auf den Deckel wie beim Topfschlagen? Als wäre so Alltagsbeschäftigung. Deine Hooks hast du verkackt. Jetzt bist du auf den Deckel wie beim Topfschlagen. Am Ständer, so wie Basskarten, du Rotznase. Ich weiß, du wärst gerne besser. Den einzigen Arbeitsplatz, den du hast, ist der auf deinem Rechner. Einfach nochmal ein Witz aus dem Witzebuch auch nochmal rein. Ruf so. Ey, du bist wirklich nur scheiße. Und selbst die besten Videos gegen mich würden nicht reichen. TTT zu dem F. Fly, so wie Flugblätter, Pustekuchen. Wir haben Torten am Start wie Joe Hefner. Ich hab die dicksten Lines und auf dich ist nicht einer neidisch, weil du nichts erreichst. Das ist zum Beispiel Killer. Das ist Killer. Auch wie das so laid-back gerappt ist. Und dann einfach so, also dieses so, ich hab die dicksten Lines, weil du, und wie das nichts erreicht, von oben herab so spittet. Das feiere ich halt, ne? So diese Confidence so nach vorne rappen, feiere ich extrem. Das ist schon sehr geil gerappt. Ich hab die dicksten Lines und auf dich ist nicht einer neidisch, weil du nichts erreichst. Jeder erzählt, der wär Gangster, Sonnenbrennstar. Ich bin umgeben vom Blender. Ich nehm dich kleines Kind doch nicht ernst. Ich brauch einen richtigen Gegner, ihr werdet gewinnen, nicht schwer. Jeder erzählt, der wär Gangster, Sonnenbrennstar. Ich bin umgeben vom Blender. Ich nehm dich kleines Kind doch nicht ernst. Ich brauch einen richtigen Gegner, ihr werdet gewinnen, nicht schwer. So, ein paar schnelle Infos noch zum Schluss, ey. Oh, nice. Für alle, die gefragt haben wegen den TF-T-Shirts, es wird einfach zeitlich nicht mehr möglich sein, dass ich die Kacke selber verschicke. Deswegen haben wir unseren Shop geöffnet, am besten hier irgendwo gleich auf den Link klicken. Ich finde, so klingt er auch übertrieben nett dann aber auf einmal, ne? Die Preise sind crazy, finde ich auch. Aber auch so, wie er jetzt hier redet, weißt du, gerade vorher so richtig, einfach so richtig geil asozialer Rap. Und jetzt ist so, oh Leute, sorry, dass wir die T-Shirts noch nicht verschicken konnten, es tut uns wirklich leid. Auf einmal übertrieben nice. Noch zum Schluss, ey, für alle, die gefragt haben wegen den TF-T-Shirts, es wird einfach zeitlich nicht mehr möglich sein, dass ich die Kacke selber verschicke. Deswegen haben wir unseren Shop geöffnet, am besten hier irgendwo gleich auf den Link klicken. Ein paar Farbvariationen sind schon vorgegeben, Preis ist minimal gestiegen, ich denk mal. Das ist sogar schon gestiegen. Das ist okay, also schaut euch einfach mal hier ein bisschen um, stellt die Scheiße, supportet uns. Ey, crazy. Okay, also das ist wirklich interessant, weil da sind halt einige Lines dabei, die wirklich einfach nur dafür gemacht sind, dass jemand, der verarschend an Battles rangeht, das frisst. Also kontermäßig ist das jetzt wirklich, da wird Mahmut wahrscheinlich sowas von reinlangen. Aber, wie gesagt, hab's jetzt schon locker 7-mal gesagt, es ist sehr geil gerappt. Und er kommt wirklich gut auf den Beat so und... Ich weiß nicht, es hat einfach seinen eigenen Vibe. Ich finde das schon nice. Das ist so, wann ist das? 2009?
Das VBT 2009, oder? Ne, 2010, glaube ich. Was gebt ihr der Runde, Leute? Beim Topfschlagen haut man doch nicht auf den Deckel. Stimmt, eigentlich haut man auf den Topf. Man kann auch mal den Deckel nehmen, ne? Sonst wäre es ja auch Deckel schlagen. Stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. 7, 6, 6, 7, 5, 8,5, 7, 7,5, gut gerappt, viel generic. Ich würde auch, glaube ich, sogar eine 8 geben. Dafür fand ich es zu entertained und auch zu viele Vergleiche, oder nicht Vergleiche, sondern Lines, die wirklich eine weitreichende Geschichte dann hatten. Die lange irgendwie, ja, also so große Zitate, wisst ihr? Gute Runde, aber noch lange keine Salami. Ey, die Wendejacke, Ententasse war heftig. Oh Mann. Aber ja, in sich einfach coole Runde. Ich sag 8. Ich gebe 8. Auch einfach, weil es so Spaß macht. So, jetzt Mahmut Konter. Ach, scheiße. Die gibt's leider nicht mehr mit Video anscheinend. Oder gibt's die vielleicht noch? Oh, vielleicht hier bei alle Runden. So, ihr müsst es jetzt herkommen. Ist auch ohne Video. Ach, scheiße. Na gut, dann ist es eben so. Gut, dann müssen wir es halt ohne Video. Geht nicht anders. Ah, es kann echt sein, Scoot. Ist einfach instrumental. Geht's nach oben? Koala hebt mal besser nicht ab. Du wolltest frei sein, nicht mal Pons Präsident hat's geschafft. Das ist keine enge Sache, ja das geht locker an mich. So wie ein englischer Spinz und deine Klamotten an dich. XXXXL, du denkst doppelt so Gangster wie du. Wichtige Beatpause für Zweckreime. Okay, jetzt ist es asozial. Und dann noch mit diesem Stuttern. Oh. Gangster wie du. Wichtige Beatpause für Zweckreime. Soll das dein Ernst sein? Wir sind nicht in Duisburg. Doch ich seh Parallelen, dennoch du bist unterlegen und wirst jetzt platt getreten. Autsch. Und du bist im Nachhinein froh, dass du jetzt raus bist aus der Sache, so wie Carly Minogue. Ich find deinen Style nicht so dope, müsste nicht mal weiter flowen. Denn Koala verpeilt sowieso, ich bin scheiß gewohnt bei Videos. Doch du übertreibst es ja schon, ich muss nur ins Mikrofon blowen, um schon wieder weiterzukommen. Der Boss macht Mut, der Boss hat Der Boss. Lass deine Sonnenbrille ruhig auf. Denn du gehst jetzt ähnlich. Nix Gangster, du siehst jetzt Gespenster. Schau mal dein Video. Ich bin umgeben vom Plan. So ist es. Three Fingers, ich zeig euch für eure Bitch-Look. Das ist geil. Mit schau mal dein Video. Und dann einfach nur die Line laufen zu lassen. Denn heute ist mein Penis hier Eukalyptus. Du hast ein Mensch, der verdenkt, der macht es echt sehr schwach. Der nimmt zu machen und haut Fingers raus. Wie der Menschenhasser. Koala, Koala, jetzt kennst du's auch. Achtelfinale, endlich raus. Ich kenn mich aus in der Tierwelt und ich bin kein Wender, aber scheine wie Papiergeld. Und ich kann mit Sicherheit sagen, dass Koalas keinen Schwanz haben. Wo sind eure Torten gewesen? Fangfrage, wen interessiert es, was du ab heute... Nix Gangster, du siehst jetzt Gespenst. Schwanz haben, wo sind eure Torten gewesen? Fangfrage, wen interessiert es, was du ab heute machst? Aber ey, tolle Story, dass du Sackläuse hast. Und du bist frei, so wie Flugblätter. Ich bin Flyer, die chinesische Puffgänger. Und du bist anscheinend zu real, wie du merkst. Du gehst zu ernst an die Scheiße ran, sag mir, wer ist ernst? Und dieses Battle ist wie Topfschlag. Oh Gott. Wie du merkst, du gehst zu ernst an die Scheiße ran, sag mir, wer ist ernst? Und dieses Battle ist wie Topfschlag für dich. Denn du schlägst auf den Boden, das ist wie die Love Parade für dich. Das ist der Sonnenbrillen-Shit, denn du siehst gerade schwarz. Dabei heiß ich nicht mal Tamouflage, Bitch. Mach Move, der Boss hat TF gefickt. Lass deine Sonnenbrille ruhig auf. Denn du gehst jetzt ähnlich. Nix Gangster, du siehst jetzt Gespenster. Schau mal dein Video. Ich bin umgeben vom Blender. So ist es. Three Fingers, ich zeig euch für eure Bitch-Look. Denn heute ist mein Penis ihr Eukalyptus. Du hast ein Mensch, der verdenkt, der macht es echt sehr schwach. Der nimmt zu Mach Move, haut Three Fingers raus. Du, der Menschenhasser. Nur im übertragenen Sinn. Also, das Video hätte natürlich jetzt noch bestimmt was dazu beigetragen, aber ich finde, es ist nicht mal so stark, die Rückrunde. Es gibt schon ein paar Stellen, die nice sind, keine Frage. So ein paar Contentlines knallen halt richtig, aber einiges auch nicht so geil. Also für mich kann man da durchaus auch den Punkt an Koala geben. Sag ich euch, wie es ist.
Also für mich insgesamt ein knappes Battle. Ihr könnt ja mal sagen, wer für euch gewonnen hat. Es sind dann Nuancen. Es sind auf jeden Fall Nuancen, weil ja, bei der Hinrunde war es auch schon so, dass ich dachte, ah, Koala könnte auch einen Draw geholt haben oder Punkt an Mahmut. Und hier sehe ich den Punkt schon relativ klar bei Koala. Ja, gar nicht mal so leicht. Ihr sagt Mahmut, aber jetzt auch nicht komplett deutlich. Knapp an Mahmut. Ja, ich finde auch, man konnte... Hier kann man wirklich auch mal wieder insgesamt das Draw ziehen. Alter, ja! Okay, 29-28. Ich finde das völlig in Ordnung. Also ich hätte auch, glaube ich, Draw gegeben. Dafür hat Koala zu nice auch performt. Vor allen Dingen waren beide Hinrunden einfach gut. Beide Hinrunden waren sehr gut. Krass, krass, krass. Okay, das ist heftig. Wusste ich gar nicht mehr, dass das so ein... Also so eng war das Battle. Krass.